Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Im letzten Part haben wir eine Handelsrakete gebaut und wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein paar Materialien sammeln, damit wir unsere erste Handelsrakete mal nach oben schießen können. Wir haben, glaube ich, wir wollten das mit Nahrung machen. Dazu brauchen wir aber halt Honig. Okay, Methankartuschen sind voll. Und wir müssten wir mal Obsidian wiederholen. Was braucht man denn eigentlich für so ein Raketentriebwerk, wenn wir das selber machen? Brauchen wir Uran, Stäbe und Superlegierung? Wir haben auf jeden Fall Uran. Wir könnten auf jeden Fall so ein paar Dinger herstellen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ohne Probleme. Vielleicht können wir die dann da reinpacken, das Pulsarquarz und die Nahrung. Und das werden wir auch, denke ich mal, machen. Dann schicken wir die hoch einfach mal. Wir nehmen mal das Pulsarquarz mit. Die Nahrung haben wir ja hier vorne. Die packen wir mal rein komplett. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, 22, 23, 24, 25, 26. Ja. Okay, wir werden jetzt die Rakete mal nach oben schicken. Ich weiß nicht, ob man in eine Handelsrakete alles reinpacken muss. Oder ob man... Wir starten die jetzt einfach mal. Vielleicht kriegen wir unsere ersten Terra-Token, um ein bisschen was einzukaufen. Ich weiß es nicht, ob das geht, wenn man das so Mischmasch macht. Wir haben aber auf jeden Fall noch genug Triebwerke, um weitere Raketen nach oben zu gehen. Also irgendwann kommt die dann zurück. Und dann haben wir noch eine seltene Larve. Da ist noch kein Honig fertig. Irgendwann kommt die dann zurück und dann... Irgendwann kommt die zurück und schwuppdiwupp haben wir ein bisschen Geld verdient. Mal sehen. Ich würde gerne nochmal die blauen machen. Gemeine Larve. Seltene Larve und gemeine Larve. Seltene Larve und gemeine Larve. Und dann brauchen wir, glaube ich... Dünger und Mutagen. Okay. Also zweimal Mutagen und zweimal Dünger. Ja, da müssen wir auf jeden Fall die Produktion ankurbeln. Also wir machen das, das und das. Wir müssen ja unsere Schmetterlinge noch ein bisschen freilassen. Ne? Ah, ich finde die Pflanze so schön. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind Insektenstadion, haben wir erreicht. Jetzt geht es um Atmosphäre. Das heißt, Atmosphäre, wir können dann atmen und brauchen keinen Sauerstoff mehr. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Tiere gibt es auch. Ich müsste mal was trinken und was essen. Hier haben wir sogar noch so einen 400er Samen drin. Okay, den könnten wir aber mit hier reinpacken. Schwören da schon Schmetterlinge drin rum? Nö. Noch nichts mit Schmetterlinge. Aber wenn wir Glück haben... Das ist alles noch nicht fertig. Das dauert alles noch. Also Pilze haben wir. Dünger ist halt so eine Sache. Ne? Algen ist voll. Auberginen haben wir hier. Und wir könnten unsere Iridium-Dinger mal abklappern. Und unsere Osmium-Teile da, damit wir hier wieder ein bisschen Osmium brauchen wir. Uran, Iridium-Stäbe. Das andere Iridium habe ich, glaube ich, hier vorne. Ja, gut, das ist noch relativ voll. Müsst ihr was mehr jetzt machen? Wir fliegen jetzt als erstes mal dort hinter in das Lava-Gebiet. Vielleicht finden wir ja noch eine Kiste, neue Kisten, wo Terra-Token schon drin sind. Weil ich glaube, die Kisten passen sich dann dem Spielerlevel an. Aber das gilt halt, glaube ich, halt nur für Kisten, die wir noch nicht entdeckt haben.
In den Raumschiffen müssten wir auf jeden Fall auch sowas finden. Hier hinten hätten wir ja auch noch eine Osmiumhöhle, da könnte man theoretisch gesehen auch noch mal einen Extraktor hinsetzen, der damit halt zurechtkommt. So, hier haben wir Iridium. Wir können natürlich in die Kiste gucken, aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass hier irgendwas drin ist. Also hier haben wir auf jeden Fall einmal Osmium. Liegt überall nur Iridium rum. Hier gibt es bestimmt auch noch irgendwo Kisten oder so. Und wie gesagt, Materialien müssen wir auf jeden Fall wieder mal ein paar sammeln. Also ich will nicht wissen. Cool. Superlegierung. Seltene Larve, nehmen wir mit. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Pulsarquarz. Titan. Ich will jetzt aber auch nicht. So voll sammeln. Weil wir ja schauen müssen, ob wir das Osmium bekommen. Das nehmen wir auch mit. Ich hoffe ja mal, der hat hier einiges gesammelt. Also laut Einstellung macht er das. Ja, wunderbar. Wir können aber auch alles mitnehmen. Okay, super. Super. Es ist gut, dass er das gemacht hat. Wo wir jetzt natürlich noch Kisten herkriegen, die wir noch gar nicht gesehen haben, weiß ich nicht so genau. Wir liegen garantiert irgendwo noch. Viele Kisten rum. Immer halt, ja, haben wir selber noch eine Kiste gebaut. Aber ansonsten. Ja, hier wäre noch Aluminium drin. Ich glaube, in der Kapsel ist auch noch nichts. Ne. Wir müssen da das mal durchschauen. Oder war aber noch ein Brief, den wir hätten lesen können. Glaube ich, den haben wir, glaube ich, noch nicht. Den haben wir, glaube ich, noch nicht wirklich gelesen. Das hätten wir eigentlich gleich mal machen können, so ein Mist. Ich glaube, an der Kiste sind wir auch schon 20.000 Mal vorbeigeflogen. Ich darf mich nicht weiter umschauen jetzt. So, kann ich denn hier an den Dingern auftrinken? Ja. Ich kann an den Dingern auftrinken. Super. Also ich glaube, Wasser brauchen wir fast gar nicht mehr mitnehmen. So, in der Kiste waren wir auch. Die Terra-Token sind mit Sicherheit nur an den oder nur in den Kisten, bei denen wir noch nicht reingeschaut haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kisten, die noch da sind, dass der da irgendwie was reinpackt oder so. Ich denke mal, hier unten könnte es vielleicht auch noch das ein oder andere geben. Hier ist ja nun alles voller Korallen und so. Bin ich mir halt nicht so sicher, ob wir hier vielleicht nicht die ein oder andere Kiste sogar übersehen haben. Komm, flieg mal zurück. Da war die Höhle. Ich glaube, da ist aber auch nichts weiter drin. Oh, hier die Bäume. Die sehen gar nicht so doof aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Besser als die anderen da hinten. Da wachsen ja nicht so viele. So. Obsidian. Brauchen wir definitiv dann auch eine eigene Kiste. Alu hat man jetzt nicht. Titan hat man nur eins. Eisen. Kobalt. Magnesium. Osmium. Eisen ist schon wieder voll. Ist aber nicht so schlimm. Warte mal, wir haben noch den. Ach, die Schmetterlingslarve. Haben wir die mitgenommen oder haben wir die gefunden? Bin ich mir nicht so sicher. Superlegierung.
Pulsar. Ach, Pilze sind voll. Pilze brauche ich erstmal gar nicht ernten. Pilze sind ja voll. Na, ich hätte den Honig mitnehmen können. Ah, Pilze sind nicht voll. Okay. Da hat man ja, glaube ich, Bioklumpen gemacht, ne? So, wir haben jetzt... Oh, hier sind rote. Sehr schön. Wir haben noch eine seltene Larve. Könnten wir die oder die kriegen? 230 oder 250? 120, 250. Ja, wir heben die seltene Larve mal auf. Wer weiß, für was wir die irgendwann noch brauchen. Ich packe mal erstmal unsere Schmetterlinge ein. Ich würde sagen, wir packen erstmal in jedes Gehege. In jedes Gehege ein Schmetterling. Weil hier haben wir jetzt. Ach ne, wir haben ja nur noch die beiden. Ich habe ja da hinten noch gar keine Kuppel dran gepackt. Packen wir hier die roten und die grünen rein. Und hier drüben können wir auch noch einmal Schmetterlinge reinpacken, genau. Aber vielleicht finden wir da noch bessere. Vielleicht finden wir da noch bessere Larven oder irgend sowas. Müssen wir mal sehen. So, nehmen wir hier die Algen mit. Weiß gar nicht. Oh, Terra-Token haben wir erhalten. 349 ist jetzt nicht so die Welt. Aber ist ja besser als... Ist ja besser als gar nichts, ne? Das heißt also, unsere Handelsrakete müsste jetzt zurückgekommen sein. Wo steht denn das? Wie viel? Hier steht Terra-Token. 349, okay. Ist nicht so viel. Aber ist okay. Algen und Sauerstoff. Na, Sauerstoff kann ich hier mit reinmachen. Und dann packen wir die Algen hier hinten hin. Ich weiß nicht, wie die Kiste aussieht, ob die voll ist. Okay, Kiste ist voll. Großartig. Passt nicht mal alles rein. Wow. Naja, dann müssen wir das hier mit reinpacken. Nur bei den Bakterien vielleicht. Wie gesagt, Pilze ist noch. Kürbis können wir essen. Ich glaube, die Kürbiskiste, die ist komplett voll, ja. Methan ist jetzt auch voll. Okay, Pilze, wir bräuchten jetzt eigentlich wieder mal Auberginen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal Auberginensamen haben. Nee, wir haben natürlich kein Auberginensamen mehr. Das ist natürlich... seltene Larven. Das ist natürlich jetzt... da könnten wir eigentlich nochmal in das Raumschiff gehen. Da ist mit Sicherheit irgendwo Auberginensamen. Bauplan erhalten. Seidengenerator. Da brauchen wir bestimmt eine Seidenraupe dafür. Drei Stück sogar, okay. Zwei haben wir ja schon produziert. Jetzt brauchen wir da ungewöhnlich Bakteriumdünger. Ungewöhnlich Bakteriumdünger. Ist das normales Bakterium? Normales Bakterium und Dünger, genau. Normales Bakterium und Dünger. Honig und das kommt da rein. So, die drei dorthin packen. Da müssten wir eigentlich eine Seitenraupe kriegen. Wie gesagt, zwei haben wir schon. Dann brauchen wir Zeolit, Wasser und Sauerstoff. Zeolit, Wasser und Sauerstoff. Und noch eine Raupe und dann können wir so einen Seidengenerator machen, der Seide produziert. Und Seide brauchen wir für Stoff. Bringt sogar 8 Terra-Token. Das wäre natürlich auch gar nicht so verkehrt, dann halt Stoff zu produzieren und dann... Okay, wo kommt der hin? Das sind mehrere. Das Pulsar, ne? Der landet genau auf unserer Base, oder?
Okay, das ist ein einziger. Das ist ein einziger. Wo landet denn der? Ah, genau neben unserer Base. Sehr schön. Krass. Aber ist in Ordnung. Nehmen wir mit. Ich hoffe ja mal. Okay. Sogar relativ viel Pulsarquarz. Ne, das ist keins. Gemeine Larven nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir mit. Die gemeine Larven nehmen wir mit. Ich glaube, wir müssten dann mal. Ja, Pulsarquarz. Pulsarquarz bringt auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Kobold. Gemeine Larve. Gemeine Larve. Und unser Schrank ist bald schon wieder voll ja mit gemeinen Larven. Silizium, Titan, Magnesium. Nochmal Titan, nochmal Titan. Mal das ganze Titan wieder einsammeln hier. So. Schau mal, wo ist unser Generator? Hallo? Hier ist er. Also bis auf Eisen, denke ich mal, brauchen wir alles auf jeden Fall. Was ich natürlich nicht mitnehmen kann, weil ich voll bin. So, also was haben wir denn hier? Silizium haben wir 1. Titan haben wir ein bisschen. Eisen sind wir ja voll, das habe ich nicht mitgenommen. Kobalt haben wir auch nur 1. Magnesium haben wir ein bisschen. Eisen packe ich hier rein. Pulsarquarz. Und die Larven. So, und dann könnten wir jetzt unseren Seidengenerator machen, weil hier ist jetzt nämlich eine Seidenraube drin. Die kommen alle hier rein, da ist aber unser Schrank schon wieder voll, ne? Wie groß ist denn der? Der ist gar nicht so groß. Den könnten wir eigentlich mit hier herstellen, ne? Wird verwendet, um Materialien herzustellen. Also er produziert wahrscheinlich von ganz alleine Seide. Also müssten wir den eigentlich hier hinten mit hinpacken. Dann können wir nämlich Stoff herstellen. Die Frage ist natürlich, wo stellen wir dann den Stoff her? Also hier noch nicht. Hier können wir eine Leuchtfackel machen. Bin mir aber nicht so sicher. Brauchen wir die? Pilze, Auberginen. Wie sieht es mit den Pilzen aus? Naja, gut. Läuft langsam schon wieder. Ach, Stoff können wir ja sowieso noch nicht herstellen. Wir machen jetzt mal ein bisschen was von denen. Das sollte eigentlich klappen. Dann holen wir mal unsere Baumrinde hier raus. Packen die hier mit rein. Wie gesagt, den Seidengenerator, den stellen wir vielleicht nochmal. Den stellen wir vielleicht auch nochmal um irgendwann. So, das sind alles gemeine Larven. Das sind ungewöhnliche Larven. Wir haben sogar 2 seltene Larven. Das ist ja immerhin nicht verkehrt, ne? So, dann machen wir noch ein bisschen was von denen. So. Da brauchen wir die normalen dazu, ne? Ja. Da brauchen wir die normalen dazu. Ist aber okay. Was brauchen wir eigentlich? Kürbisse, dass wir hinten so viel Kürbisse. Kürbisse brauchen wir für Dünger 2. Mhm. Für Dünger 2 brauchen wir das. So. Jetzt packen wir die mal hier rein und lassen noch ein paar normale machen. Auberginen, Algen, Wasser. Oh, Wasser ist hier hinten bald alle. Ja. Wasser und Silizium. Wasser und Silizium brauchen wir. So.
Okay, warte mal, wir brauchen Wasser und Silizium. Honig nehmen wir auch gleich mit. Da kann man nämlich das Essen machen. So, Wasser rein. So. Könnte man vielleicht noch so ein Ding, so eine Wasserteile bauen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben zwar... Der kann nämlich auch mal da ein bisschen sammeln. Sieht hier vorne aus. So. Ja, ich würde sagen, wir bauen noch so einen Wassersammler noch. Honig hier rein, genau. Und das ganze Wasser packen wir hier rein. So, was brauchen wir für einen Wassersammler? Ein Seewassersammler. Dreimal Biomagnesium. 1, 2, 3. Magnesium. Alu und Superlegierung. Okay. Und dann bauen wir nämlich noch so einen hin. Und Alu brauchen wir auch wieder mal ein bisschen. Definitiv. So. Sehr schön. Dann fliegen wir mal hier hinter. Wie gesagt, hier konnten wir ja nicht alles rausnehmen. Eisen ist ja voll. Eigentlich brauchen wir kein Eisen. Ich hoffe ja mal, dass wir... Aber wir, was war, wie viel Terra-Token hatten das? Die kostet die. Neuer Bauplan, Stoff, da haben wir es doch. Jetzt können wir auch Stoff herstellen. Stoff können wir ja auch verkaufen. Aber hoffentlich kommt das bald mit den Drohnen, damit wir die Drohnen hier anweisen können, das Zeug zu holen und so. Dann packe ich Eisen raus, weil Eisenhammer ausreichend. So. Also jetzt können wir Stoff herstellen. Da müssen wir mal schauen, wie viel wir für oder was wir für Stoff brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall Seide für Stoff. Das heißt, es kann sein, dass ich den Seidengenerator noch mal ein bisschen weiter hintersetzen muss. Ich weiß nicht genau, ob der damit drinne ist. So, also Magnesium, Kobalt, Eisen ist voll, Titan, Silizium, ein bisschen Alu, Eisen war voll, genau. So, das kommt hier mit rein. Haben einmal Seide hergestellt und wir brauchen Stoff, können wir wahrscheinlich hier machen. Ja, brauchen zweimal Seide eigentlich dafür für Stoff. Wenn wir so ein, wenn wir das Ding da her hinstellen, wenn ich das jetzt da reinmache, geht der mit dort rein. Und ich jetzt sage, ich will hier Stoff herstellen. Also wie gesagt, Stoff kommt ja aus dem Ding. Da muss natürlich hier nochmal eine Seide produziert werden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit in dem Bereich ist. Und ob der sich das dann hier rausholt, wenn er zweimal Seide... Wir lassen es mal so laufen, mal sehen. Weil Stoff bringt zwar jetzt nicht so viel, aber besser als nichts, ne? So, jetzt werden wir einmal Bohnen hier vorne beim Essen mit reinpacken. Wir könnten jetzt nochmal Wasser holen, aber ich glaube, so schnell geht es dann auch nicht mit dem Wassersammler. Ja, zweimal überall, ne? Und dem einen vielleicht einmal, wenn wir Glück haben. Ja. Für meine Larve. Ich brauche aber, denke ich mal, ein paar mehr seltere. Also Methan ist auf jeden Fall voll, das braucht man nicht. Ja, das funktioniert. Okay, das geht. Dann lassen wir den Stoff produzieren. Weil ich glaube, noch brauchen wir die Seide nicht.
irgendwas. Also brauchen wir wirklich nur für Stoff. Von daher, Kürbisse sind alles voll. Hier haben wir noch eine Aubergine. Ich weiß gar nicht, wie sah es mit den Pilzen aus. Waren die auch voll? Ja, noch nicht ganz. Nur noch 6 Reihen. Okay, gut. Dann ist die Folge fast schon wieder vorbei jetzt. Bei 10% sind wir da. Wir lassen das so weiterlaufen am besten. Obsidian werde ich eine eigene Kiste machen. So. Obsidian. Sehr schön. Hier drüben können wir ja auch noch Schränke hinpacken. Das sollte ja nicht das Problem sein. Zum Beispiel hier dann für Leiterplatten und ja, können wir eigentlich gleich machen. Wir haben ja genug Eisen. Ha, sagt er und das Eisen war alle. So. Leiterplatten. Passt sogar rein. Wunderbar. Dann kriegt man nämlich die Schränke hier vorne ein bisschen leer. Und können dann... So. Wie viel Stoff hat er denn schon produziert? Einmal? Okay. Ja gut, das geht nicht so schnell, ne? Wir könnten jetzt nochmal 3 Seidenraupen machen. Ungewöhnlich Bakterie und Dünger. Ungewöhnlich Bakterium und Dünger. Das waren, glaube ich, die normalen. Warte mal, wir könnten jetzt auf jeden Fall mal sagen, der soll Dünger produzieren. Mal sehen, wie viel er da hinkriegt. Ja. So, dann läuft das los. Was brauchen wir denn für Dünger? Für Dünger brauchen wir Auberginen, Schwefel und Algen. Okay. Irgendwas ist jetzt nämlich schon wieder alle. Ja. Dann machen wir das. So, 2 muss ich auf jeden Fall behalten. Irgendwas ist alle. Auberginen. Warte mal, Algen. Habe ich die... Oder Schwefel ist alle. Ne, Schwefel ist auch noch da. Okay, ich muss nochmal Algen holen. Ich muss definitiv nochmal Algen holen. Dann kann ich gleich auf jeden Fall... Gemeine Larve. So, Algen. Sehr schön. Wunderbar, das sollte ja klappen. Ach, Inventarfall. Alles klar, was ist das hier? Gemeinelarven. Ja, Gemeinelarven haben wir jetzt, glaube ich. Aber sag mal, wie die Gemeinelarven unter Wasser atmen können. Das verstehe ich nicht so richtig. So. Und eine neue Schmetterlingslarve. Neue Schmetterlingslarve haben wir freigeschaltet. Passen gerade noch so rein. So, Seitenraupe raus. Forschung starten. Seltene Larve, Mutagen und Dünger. 300, wenn wir Glück haben. Einmal Seide. Hat jetzt schon mal rausgenommen hier, oder? Er hat das eben mal Stoff produziert. Naja, kann ja laufen. Ist ja nicht so schlimm.
Okay, dann haben wir das, das. Wie gesagt, das Seidending müssen wir mal sehen, dass wir... Ach ja, wir wollten ja noch so eins bauen. Uran bräuchten wir ein bisschen. Hier haben wir die Dinger drin. Handelswert 2000 Terra-Token. Okay, warte mal. Das ist natürlich krass. Wir haben... Ich werde mal da jeweils nur eins behalten. Und dann werden wir nochmal die Handelsrakete hochschießen. Das sollte ja eigentlich klappen, ne? So. Die Larve ist schon fertig. Ja. Dann noch einmal rein. Forschen. Auf geht's. Aber... Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Die Dinger dann zu verkaufen. Ah, da fehlt mal ein Triebwerk oder ein Pulsarquarz. Okay. Komm. Triebwerk, ne? Da haben wir so viele. Machen wir noch ein Triebwerk dort rein und dann schicken wir die Handelsrakete los. Mal sehen, wie viele Terra-Token wir bekommen. Ich hoffe ja, es ist ein bisschen was. So, was brauchen wir denn für den Seidendings? Wasser, Sauerstoff, Zeolit. Okay. Wasser, Sauerstoff, Zeolit. Sehr schön. Moment, ich muss hier hin. Die ist fertig. Jetzt könnte man das Ding eigentlich genau hier daneben setzen. Dann produziert er auf jeden Fall Seide. So, was brauchen wir jetzt für die roten? Selten mutagen Dünger. Selten mutagen Dünger. Und dann hoffen wir mal, dass wir so eine rote da rauskriegen, ne? Da hoffen wir mal, dass wir so eine rote da rausbekommen. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wir lassen uns überraschen. So, die Auberginen brauchen wir. Kürbis ist fertig. Den möchte ich aber eigentlich nur essen. Ja, der macht das eigentlich ganz gut hier. Hat schon zweimal Stoff hergestellt. Und den Stoff transportieren wir dann dahin und dann können wir den nämlich verkaufen. Und wenn wir noch eine weitere Handelsrakete haben, klappt das auch. Baumsamen müssten wir halt noch machen. Da fehlt uns halt noch ein bisschen was. Die brauchen auch noch ein bisschen. Ja, komm, wir gehen Honig einsammeln. Aber den Honig brauchen wir ja eigentlich erstmal auch wirklich nur für die Nahrung. Das ist ja wirklich nur da, dass wir die verkaufen können. Gemeine Larve sammle ich jetzt nicht mehr ein. Seltene Larven sammle ich aber ein. Die brauchen wir auf jeden Fall. Meine Larven, nee, brauchen wir nicht. Das Wasser nehmen wir mit. Was ist das für eine? Das ist doch auch eine ungewöhnliche. Die nehmen wir mit. Die gemeinen Larven braucht man nicht. Vielleicht mache ich sogar noch einen Spind. Passt nämlich gar nichts mehr rein. Also, das ist eine seltene Larve. Eine gemeine Larve. Ja, ich mache noch einen Spind für die gemeinen Larven. Ist noch Eisen drin? Ne. So, also. Da schreibt man hin, meine Larven. Und dann nehmen wir die nämlich alle raus. Ja, ich schaffe erstmal das Wasser und den Honig weg, ist ja gut. Man passt nicht mal alles rein, ja. Okay. Packen wir den Rest hier rein.
Ah, wir haben weiße Schmetterlinge gekriegt mit 230. Naja, egal. Gemeine Larve raus. Die packen wir alle hier drüben rein. Und hier haben wir dann die ungewöhnlichen und die normalen. Das passt schon. So, den Schmetterling platzieren wir noch und dann ist die Folge vorbei. Dann sind wir nämlich durch. Dann sind wir durch. So, also. Da sind grüne, da sind rote und grüne. Mehr brauchen wir nämlich sowieso erstmal nicht. Packen wir nämlich noch die schönen weißen mit rein. Und mit diesem wunderschönen Bild hier verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Planet Crafter. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.